Am 4. November 2019 bin ich durch die Zeit ins Jahr 1986 gereist. Aus Mickel wurde Michael. Mickel? Alles ist miteinander verbunden. Mickel. Michael. Irgendwo in der Höhle ist ein Riss in der Zeit, oder was? Und Mickel hängt hier rum und wird irgendwann zu meinem Vater? Auch wenn du es jetzt nicht glauben willst, das da ist dein Vater. Das bedeutet, dass Ulrich mein Großvater ist und Martha deine Tante. Wer sind Sie? Weißt du das nicht? Ich bin du. Mein Name ist Jonas Kahnwald. Alles, was du erlebst, habe ich bereits erlebt. Wer sind Sie? Kannst du dir das nicht denken? Verstehen, dass ich das alles nur getan habe, damit es irgendwann nicht mehr geschieht. Damit du mir nicht wieder genommen wirst. Genauso wenig wie deine Mutter. Als du geboren wurdest, haben sie dir keine großen Chancen gegeben. Du bist zu früh gekommen, warst winzig. Aber du wolltest leben, du warst so stark. Deine kleine Hand hat meinen Finger gegriffen und nicht mehr losgelassen. Aufhören. Das ist unmöglich. Vielleicht bist du gar nicht hier, um mich aufzuhalten. Sondern um mir überhaupt erst zu zeigen, was ich tun muss. Vielleicht hast du mir den Brief nur gezeigt, damit ich weiß, was darin steht. Damit ich gehe und du lebst. Nein, das kann nicht sein. Das kann nicht sein. Er hat mir gesagt, dass ich den Ursprung verändern kann. Wenn du dich nicht umbringst, wird nichts von alledem passieren. Aber wenn all das nicht passiert, dann wirst du nicht geboren. Gott irrt sich nicht. Er hat einen Plan. Wir alle müssen Opfer bringen. Auch dein Vater muss Opfer bringen. Sagen, wer ihre Mutter ist. Genauso wenig, wie ich dir sagen kann, was deine Bestimmung ist. Und was ich heute tun muss. Ich glaube, ich habe gerade ein Déjà-vu oder so. Ich gehe mal lieber. Ein Fehler in der Matrix. Oder eine Botschaft aus dem Jenseits. Das hast du mal irgendwo gelesen. Woher wissen Sie das? Du hast den Anhänger gefunden. Jonas.
bin der Auslöser dafür, dass du zu dem wirst, was ich heute bin. Wie soll er heißen? Hanno. Unser Denken ist vom Dualismus geprägt. Schwarz-Weiß. Licht und Schatten. Deine Welt und Evas Welt. Aber das ist falsch. Ohne eine dritte Dimension ist nichts vollkommen. Die Trichetta. Es gibt eine dritte Welt.